Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von XXL Info Kompakt. Mein Name ist Andreas Klamm, Sabaoth. Die Zeit des Advents, lateinisch die Ankunft, das regt viele Menschen an. Einige Menschen macht es nervös. Einige Menschen wollen sich vom Konsumterror nicht beeinflussen lassen. Das ist auch gut so. Sie wünschen sich mehr Ruhe und eine Entschleunigung. Andere Menschen werden in der Zeit des Advents sehr kreativ. So beispielsweise auch der in Nürnberg lebende Autor Hans-Jürgen Graf. Er hat eine wunderschöne Geschichte zum Advent verschickt. Eine wunderschöne Geschichte, die so überzeugend und so bewegend ist, dass sich diese Geschichte ihn zumindest auch hörbar machen möchte. Es ist ein Text von Hans-Jürgen Graf. Mehr Informationen zu dem Buchautor aus Nürnberg, Hans-Jürgen Graf, finden Sie bei dieunentdeckteweite.org, dieunentdeckteweite.org, Hans-Jürgen Graf, oder bei amazon.de, bei amazon.com oder bei buch.de oder bei libri.de nachgucken oder bei der großen Internetsuchmaschine Google und den Namen Hans-Jürgen Graf eingeben. Er hat Adventsgrüße verschickt, einen wunderbaren Text zum Advent, den ich Ihnen zumindest hörbar machen möchte. Visualisieren, das ist uns leider in der Nachrichtenredaktion zurzeit aus technischen Gründen derzeit nicht möglich. Advent, ein Text von Hans-Jürgen Graf. Machet die Tore weit, heißt es immer wieder in den Liedern der Christenheit. Ohne jetzt die Bedeutung dieser Aussage schmälern zu wollen, wünschte ich mir, es würde anders formuliert sein. Wie wäre es zum Beispiel mit Machet die Herzen weit? In den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, scheinen die Menschen immer mit immer enger gewordenen Herzen durch das Leben zu gehen. Sie meinen, das sei nicht so? Es würde doch immer wieder viel bei den Benefizgalen und Konzerten gespendet. Nun, das meine ich gar nicht so sehr. Denn es ist nicht schwer, dann zu spenden, wenn der eigene Name auf dem Fließtext des Fernsehers erscheint oder auch namentlich genannt wird. Es ist nicht schwer, wenn man sich seines Spendeneifers rühmen kann. Doch ist denn alles mit Spendengeld getan? Ist die Seele beruhigt und gerettet, weil ich für die Sternstunden oder Hilfe für alle meine jährlichen 20 Euro gespendet habe? Allenfalls ist das Geben von finanziellen Hilfen nur ein kleiner Teil des evangelistischen Auftrags unseres Gottes. Die Liebe zu unseren Mitmenschen macht viel, viel mehr aus. Es ist vor allem auch das Geben dort, wo es keiner sieht, als der Herr allein. Es ist die Liebe für den schwierigen Nachbarn, den kranken Onkel, die spinnerte Tante, spinnerte in Anführungszeichen, obwohl man daraus kein Kapital für sich selbst schlagen kann. Da zu sein für Menschen, von denen man auch mal keinen Dank erwarten kann. Oh ja, es ist schwer, dann liebend zu handeln, aber wir können es lernen, aus den Beispielen unseres Herrn Jesus Christus, aus seinen Gleichnissen und aus seinem Leben selbst. Wir sollen keine Übermenschen werden. Nein, das ist uns auch nicht möglich. Jeder nur, soweit er es wirklich kann. Aber wir möchten es doch versuchen. Denn vielleicht lernt der die eine oder andere kennen, was auch ich erleben durfte. Das Lächeln eines Menschen, der vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten kein Lachen mehr kannte.
den Händedruck eines Sterbenden, der nicht allein gelassen wurde. Die frohe Überzeugung einer Frau, die sich für ihr Kind entschieden hat. Die Treue und die Liebe eines Tieres, das keinen elenden Tod erleiden musste. Machet die Tore weit, wird nun doch eine Aufforderung, die Tore des Herzens aufzumachen, den einzulassen, der die Liebe in der reinsten und vollkommensten Form bringen kann. Der Schöpfer in Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist. Weihnachten, das Fest der Liebe und Freude. Ja, schenkt einander etwas, da wir uns auch freuen dürfen. Aber schenkt einander vor allem die Liebe. Nur sie kann die Welt verändern, nur sie kann die neue Welt eröffnen. Nur sie kann die Ewigkeit überdauern. Advent, ein Text von Hans-Jürgen Graf aus Nürnberg, zu finden bei amazon.de, bei buch.de, libri.de, zu finden auch über die Internet-Suchmaschine Google. 3 Bücher hat er veröffentlicht, unter anderem auch Abstellgleis Hartz IV, Leben um zu glauben und Kurzgeschichten für jede Jahreszeit in gemeinsamer Arbeit mit Thomas Müller. Das war ein Text Advent in der Zeit des Advents in einer Sonderausgabe von XXL Info Kompakt. Sehen Sie regelmäßig beispielsweise auch in freien Kanälen, in freien öffentlichen Kanälen, etwa im offenen Kanal und noch regelmäßiger im Internet. Mehr Informationen dazu bei radio-tv-info.org und weitere und ausführliche Informationen zu Independent Broadcasting Service Liberty, unabhängiger Rundfunkdienst, Freiheit, Independent Broadcasting Service Liberty, Radio TV IBS Liberty, finden Sie bei www.ibstelevision.org. Noch einmal die Adresse www.ibstelevision.org. Dort gibt es ausführliche Informationen zu Radio TV IBS Liberty. Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Festtage und Feiertage. Mein Name ist Andreas Klamm-Sabaoth aus der Redaktion von XXL Info Kompakt.